habe gerade geguckt, so viel länger war die letzte Folge gar nicht wie die davor. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Und wir machen heute weiter mit ein bisschen Leistungstuning. Passive Items. Wer diese passive Hilfeausrüstung zu, die dich für Highspeed-Rennen oder intensive Verfolgungsjagden ausrüsten? Aha. Gucken wir mal gerade, was wir da haben. Nüscht. Was haben wir denn? 15, 19, 47. Okay, alles klar. Wir haben aber was Neues. Antriebswelle. Die nehmen wir mit. Haben wir die neue Kupplung mal rein. Auf Stufe 11 gibt es die nächste. Dann haben wir hier noch einen Antrieb. Sport Racing, Pro Racing. Was haben wir denn hier? Showcase. Aha. Objekt anwenden. Es ist zwar nur einer, aber es ist, lohnt sich. So, dann haben wir noch ein, haben wir noch ein bisschen was drin. Neue Motorkühlung drin, die wir mitnehmen. Die uns immerhin schon wieder plus 7 bringen. Und uns ganz nah an diese 180, an diese Marke 180 bringen. Die werden wir jetzt gleich erholen. Nehmen wir den Turbolader mit rein. Dann haben wir da 193 mittlerweile schon. Aber hier ist irgendwas drin. Radarstörfeld. Wir haben Kohle genug, wir hauen sie mal rein. Und dann haben wir das Auto. So, da sind wir bei 180 mittlerweile. Und jetzt kann ich ein bisschen, jetzt kann ich noch ein paar Rennen fahren. Und zwar hier oben fängt das an. Und das machen wir doch dann direkt. Ich hab wieder ein Rennen für dich. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. Ja, zu niedrig. So, wir fahren uns zu dem neuen Rennen, das ist ja angekündigt. Wie gesagt, wir haben jetzt 193 als Wertung. Das heißt, unser Autoschen geht ein bisschen mehr. Jetzt sparen wir uns nämlich die nächste Kohle zusammen. Nicht für neue Teile, sondern für ein neues Auto. Weil ich will ja gerne noch ein paar Autos haben. Mal gucken, was man noch so im Hilfe. Was wir noch so gebraucht beim Händler haben nachher. Wir fahren jetzt nochmal ein, zwei Rennen. Dann gucken wir mal, was war. Und gucken wir mal rein. So, fangen wir an mit dem Skorpion. So, Platz 1 sind wir jetzt. Ist das wieder das Ziel? So, da jagen wir mal gerade hier ein bisschen in den Jungs hinterher. Aber ich glaube auch durch die ganze Stufe haben wir jetzt mittlerweile mehr andere Gegner. Okay, mein Freund. Du möchtest also da vorne versuchen zu flüchten. Das lasse ich aber ungern zu. Da habe ich gerade irgendwo keinen Bock drauf. Komm her, mein Freund. Bleib mal bitte. Geh mal ein bisschen auf die Bremse, sonst. Okay, der versucht gerade echt zu flüchten. Aber das hat man schon mal eben. Drei Runden, das heißt, die erste Runde geht an ihn, das hat er eben schon einmal versucht. Was ist denn das für ein Auto? Ach, hier, das ist jetzt der Toyota BRZ oder wie der heißt. So,
So, schön den Windschatten mal ransaugen an den guten Ossi hier. Und tschüss. So, ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken, dass wir mal ein neues Auto noch kassieren. Wenn wir noch holen. Und der muss ja dann hat echt gut Power und Bums, aber da sind ein paar andere Fahrzeuge, die ich noch so ein bisschen auf dem Hinterkopf habe, die ich vielleicht noch probieren will. Wir sind immer schon in der letzten Runde jetzt. Schauen. Ich denke mal, das sollte eigentlich jetzt ohne durchaus machbar sein. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier ist nämlich ein See und da will ich umgehen. Was ist das, ein See oder was? Was auch immer. Da will ich umgehen und landen. Da vorne ist ein Kunde, ist einer. Der war runter. Das war bald keine Absicht. Da bin ich in die Wand reingefahren und bin da zurückgeprallt. Aber zumindest ein Auto haben wir noch kassiert. So, haben wir's. Also das rennt jetzt hier. Nehmen wir 14.800 mit. Da gab es schon mehr Punkte, mehr Geld für andere Rennen. Oh, 220 hat er. Deswegen ist er auch so frick gekommen. Am Anfang. So, dann haben wir hier eine lange Aufmerksamkeit. Wisst ihr was, wir machen mal die jetzt, weil sonst kriegen wir sie gar nicht hin. Wir haben genug Dings, wir nehmen die Reputationspunkte mit, wir nehmen die Kohle mit und dann werden wir Level 10. So. Geht sehr wahrscheinlich in die Nacht. Nachts verfügbar. Lass mich raten, ich muss jetzt in die Nacht wechseln. Er wechselt automatisch rein. Okay, sehr gut. Ja, lange Aufmerksamkeit. Eine weitere Story-Mission. Ich hoffe, du bist bereit. Dir auch hallo. Fahr mir einfach nach. Ja, ja, mach mal. Fahr vor. Bist du nervös? Hör zu, hier geht's nicht um mich. Du musst dir einen Namen machen, damit unsere Crew aufsteigt. Mich kennen die Leute bereits. Ich unterstütze dich, aber du musst gewinnen. Zeig, dass du kein Loser bist wie... Wie deine letzte Crew. Du bist besser als sie. Hoffen wir's. Also, die Speed Boys. Wer sind die? Naja, Kenny natürlich. Unsere Midlife-Crisis auf Rädern. Und Daryl. Er redet nicht viel, ist aber der Bessere. Na dann, Kenny, den haben wir schon mal gehabt als Gegner. Wir sind die herausgeforderte Crew, also wählen Sie die Strecke. Und da Kenny es niemanden außer sich selbst leicht macht, solltest du mit Überraschungen rechnen. Ich hoffe, dass es keinen Gesamtzielpunkt gibt oder keine Zielstrecke. Als nächstes geht's nach links. Aha. Da sind sie. Da sind meine Freunde schon. Dann komm mal her. Na gut, dann treten wir mal wieder dem guten Kenny in den Arsch. Das haben wir ja schon mal gemacht. Anna Rivera und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Ja, Moment, halt. Du hast den letzten... Gewachsen? Kenny? Hey, Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratis-Fahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Machen wir doch. Holen wir sonst, Jungs. Was gerade, wir sind nur zu viert, oder was? Ja. Na dann, let's go. Der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Ja, wer, ich oder du? Okay, schnapp sie dir.
haben wir doch schon. Also, wir sollen auf jeden Fall dieses Rennen... Oh, wir haben eine neue Tankstelle gefunden. Aber da wir in der Nacht sind, sollten wir durchaus damit rechnen, dass wir auch ein bisschen mit Cops bedacht werden. Oh, nicht schlecht. Genießt die Aussicht. Ab jetzt geht's nur noch abwärts. So, es ist immer kein Rundkursrennen, es ist ein Sprintrennen. Also ein Punkt A, ein Punkt B und diese zwei Punkte sollen wir abrasen. So schnell wie möglich, Idealfall. Aber ja, ich vermute, dass... So lange hinter mir bist, ist mir das alles egal. Ich werde jetzt nervös, wenn du vor mir bist. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Am Strand ist es um diese Zeit schön ruhig. Ich habe mittlerweile einen Vorsprung von über 300 Metern, also wo bist du? Einer ist ganz hinten, scheiße. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er ein bisschen mithalten kann mit den Jungs, aber man, nee, wenn wir da... Liegt's also an uns hier. Da ist alles drin! Boah, Hilfe! Wir ziehen gerade aber richtig dran, wir ziehen... Wir haben jetzt weit über 700 Meter Vorsprung, mittlerweile auf den Zweitplatzierten. Also scheinen... Pass jetzt gut auf! Auch die dreckigen Seiten gehören zu dieser Stadt. Ja gut, die Frage ist halt, Ist hier eng genug für euch? Ja, und voller Müll, wie du es magst. So, dann nehmen wir mal das Schild da oben mit. Mittlerweile ist der Vorsprung über einen Kilometer, nur so nebenbei. Schön von einem Meter noch, das heißt, wir sind hier im Tunnel. Und dann gewinnen wir diesen Lauf hier sowas von souverän. Boom! Jetzt kennen Sie deinen Namen. Passt. Jetzt dauert es gerade wieder einen Moment, bis der hier sich da zurechtgeladen hat, diese kleine Cutscene. Jetzt geht's los. Oh nein. Eine der Kurven hat mich einen Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Hey, ist das nicht dein... Oh shit! Nein! Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug! Ach du Scheiße. Da hab ich jetzt gar... Na los! Rivera, hä? Huh? Ist das Ihr Wagen? Ja. Gibt es ein Problem, Officer? Kommt drauf an. Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn! Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier! Sie, Ausweis! Vollpfosten. Netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Ich mag ihn nicht. Wo ist es? Da drüben. Nice. Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Sir, wo bist du gerade? Auf dem Weg. Schlüssel. Warum das denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sie haben 10 Tage. Dann wird es geschrottet. Aber ich denke 10, vielleicht auch früher. Waren Sie vorsichtig? Sag nichts. Bring mich nach Hause.
Ja, damit kann uns Anna erstmal zumindest nicht mehr helfen. Fahr die gute Waldzeug nach Hause. Die Punkte nehmen wir auf jeden Fall natürlich gerne mit. Also, alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn es aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, Ma'am, haben die Macht. Und ich habe nichts. So, einer ist zu Hause. Ja. Danke fürs Mitnehmen. Gerne doch. Na gut, das könnte jetzt nochmal interessant werden. Die Plakatwand, okay. Aber diese ganze ist jetzt egal. Die Nacht nehmen wir mit. Die Kohle 16.000 nehmen wir mit. Jetzt haben wir 44,5. Na, viel ist es nicht gewesen. Okay, ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Kohle gekriegt. Das bleibt also bei 62 und knapp vor Level 10. Ich dachte, wir nehmen ein bisschen was mehr mit. So, dann sind wir durch für heute. Oh, wir haben nochmal News. Gerade als das Street Racing Problem unter Kontrolle zu sein schien, hat sich letzte Nacht eine Gruppe Racer auf den Straßen ausgetobt und dabei Schäden in Höhe von mehreren tausend Dollar verursacht. Viele Einwohner haben Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. Das zeigt uns doch, dass meine Taskforce nötig ist. Jetzt mehr als jemals zuvor. Diese Tat ist unverzeihlich. Und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. Jo. Also, das klingt genau nach so einer Sache, die jemand tun würde, um herauszustechen. Ja, ist halb so wild. Vermisst du es nicht? Reich mal rüber. Anna sagt, du warst gut. Gut genug für die League. Was ist passiert? Ich weiß, sie versteht es nicht. Und shit, ich auch nicht. Aber es gibt Konsequenzen, die schlimmer sind, als eine Crew zu verlieren. Weißt du, nach letzter Nacht bin ich wirklich erstaunt, dass sie noch nicht vor mir angegeben hat. Zu müde, denke ich. Ja. Wenn du Zeit hast, hätte ich da was für dich. Ein alter Freund von mir nervt voll rum. Er will sehen, was du drauf hast. Hat gute Kontakte. Ich glaube, das würde sich für dich lohnen. Sicher. Ich fahr mal hin. Danke. Kein Ding. Und jetzt zu dir. So, nehmen wir mit. Ich glaube, wir haben gerade. Ne, wir haben jetzt schon Level 10. Oh, wir haben ein neues Auto. Erreicht die Mutationsstufe 20. Hey, ich weiß, du kennst mich nicht. Ich bin Raciel. Ich habe deine Nummer von Anna. Um es kurz zu machen, wenn jemand in dieser Stadt etwas will, sorge ich dafür, dass diese Person es bekommt. Mit ein klein wenig Hilfe von einem guten Racer. Hör zu, die Sache ist ganz einfach. Die Klienten stellen den Wagen zur Verfügung und du ihnen im Gegenzug deine Talente. Soweit ich weiß, lassen sie außerdem noch ein paar Extras springen. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Ja, und wenn wir in der Stufe 20 sind, haben wir ein neues Auto, und zwar den DB11 Volant von Aston Martin. Ja. Cool. Ein neues Auto freigeschaltet für die Level 10. Wir haben jetzt einen Dodge Challenger SRT 8, BBM 13. Und haben wir überhaupt irgendwo eine Möglichkeit? Leistungstuning, wie nehmen wir die Kohle mit? Oder gehen wir Sport, warte mal, Pro Racing Fahrwerk. Nehmen wir mit, bauen wir ein. Ich baue mein Auto gerade kurz um. Rein damit. Und dann gehen wir mal kurz eben, haben noch ein paar weitere Getriebe, die ich gerne mal kurz
so, nehmen wir auf 201. Und dann fahren wir mal kurz. Ne, wir machen das in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit. Dann gucken wir mal vielleicht beim Autohändler vorbei, ob wir ein neues Auto kriegen.